Hi, meine lieben Freunde da draußen an euren Empfangsgeräten. Ein kurzes Zwischenwort hier mal wieder. Ganz so wie bei SCP-046-DE habe ich mir die Freiheit genommen, bei diesem Artikel ein paar Umformulierungen im Text vorzunehmen, um den Lesefluss etwas zu vereinfachen für mich und auch ein paar der Begrifflichkeiten meinem Kanon anzupassen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Habt viel Spaß mit dem Artikel. Artikelnummer SCP-047-DE Objektklasse Sicher Sonderverwahrungsverfahren. SCP-047-DE wird in Standort DE-19 in Sicherheitsspind 9C verwahrt. Das Objekt befindet sich für den besseren Transport in einer kleinen Schachtel aus Acrylglas. Der Spind ist im Inneren mit Kunststoff ausgekleidet und die Überwachung erfolgt mittels der computergestützten Auswertung einer hochauflösenden Kamera. SCP-047-DE wird durch ein elektromagnetisches Feld geringer Stärke inaktiv gehalten. Zugang zu SCP-047-DE hat momentan nur das verantwortliche Forschungsteam FU-03 von Standort DE-19 unter der Leitung von Dr. Walter. Das Objekt darf nur zu Forschungszwecken aus dem Spind entnommen werden. Wer SCP-047-DE unerlaubt entwendet, wird verhört und gegebenenfalls terminiert. Beschreibung: Bei SCP-047-DE handelt es sich um eine Miniaturkampfdrohne in der Form einer Mücke mit einem Durchmesser von 1 cm und einem Gewicht von knapp 3 mg. Der Hauptbestandteil des Objekts scheint Titan zu sein, welches von einer noch unbekannten Legierung überzogen ist. Diese Legierung gibt SCP-047-DE eine extreme Widerstandsfähigkeit gegen alle äußeren Einflüsse, insbesondere Feuchtigkeit, Hitze, Kälte, Gewalteinwirkungen in Form von Schlägen oder Stürzen, einen gewissen Grad an Resistenz gegen Korrosion und korrosive Stoffe. Der Kopf der Mücke besteht aus drei Komponenten: einer hochauflösenden Kamera, einem Metalldetektor und einer Mini-Injektionsspritze. Die Spritze beinhaltet eine unbekannte Art von Nährlösung, in welcher sich ein Mikroorganismus befindet. Dieser Organismus wird als SCP-047-DE-01 bezeichnet und besitzt nur eine kurze Lebensdauer, wenn er mit Sauerstoff in Berührung kommt. Sobald SCP-047-DE-01 mit einem Metall in Kontakt kommt, vermehrt es sich darauf binnen Sekunden und zerstört dieses vergleichbar mit einer hochätzenden Säure. Bei diesem Vorgang wird das betreffende Material von SCP-047-DE-01 vollständig zersetzt. Es bleibt nichts Metallisches übrig. Wenn dieser Prozess vollständig beendet wurde, stirbt der Organismus ab. Versuche mit den verbleibenden Organismen von SCP-047-DE an verschiedenen Metallsorten zeigten, dass die Beschaffenheit oder Art des Metalls dabei keine Rolle zu spielen scheint. SCP-047-DEs Aufbau zeigt, dass es durch simple Programmierung selbstständig handeln oder durch Fernsteuerung Kommandos erhalten kann. Auf der Unterseite befindet sich das Logo von Raptor Tech Industries. Anhang: Durch die Inaktivität von SCP-047-DE konnten bisher keine Versuche gestartet werden, um das komplette Potenzial des Objektes zu erproben. Bergung: SCP-047-DE wurde nach einem Angriff auf Standort DE-20 sichergestellt. Nachdem zwei Tornado-Jagdbomber, die sich auf dem Flugfeld zum Zwecke von Patrouillenflügen befanden, sich plötzlich innerhalb von wenigen Sekunden zersetzten, wurde ein Angriff auf den Standort vermutet. Der gesamte Standort wurde daraufhin in Großalarm versetzt. In den ersten Minuten nach Auslösen des Alarms konnte aber zunächst kein Angreifer ausfindig gemacht werden. Als später die Überreste der betroffenen Tornados untersucht wurden, fand man SCP-047-DE inaktiv auf einem der übrig gebliebenen Kunststoffteile des Tornado 46+. Allem Personal vor Ort, welches nicht der Foundation angehörte, wurde im Nachhinein ein Klasse A Amnestetikum verabreicht. Nachtrag: Es scheint, als würde Raptor Tech Industries den deutschen Zweig der Foundation als Versuchsobjekt für ihre neuesten Technologien nutzen.